Folge Nummer 41 von Avorion. Ja, wo sind wir denn hier? Keine Ahnung, waren wir hier überhaupt neben? Kann mich gar nicht dran entsinnen, dass wir an einer Station unser Schiff verlassen hatten. Aber naja, dann ist das so. Gedockt sind wir auch. Halbleiterhersteller, ist das okay? Der braucht Halbleiter, alles klar. Aber das ist jetzt erstmal nicht entscheidend. Wir müssen gucken, dass wir hier mal gerade schauen. Da hinten ist ein Schiff. Letztes Mal waren Piraten da, die natürlich jetzt nicht da sind, ist auch klar. Schauen wir gerade auf die Karte, wo wir sind. Wir sind hier. Achso, wir waren letztes Mal, glaube ich. Waren wir hier? Waren wir nicht letztes Mal bei der Lady unten? Komisch. Da haben wir nämlich noch das gemacht hier, dass das abgebaut wird. Ja, Thomas Stieler hatte mir nochmal geschrieben, ne? Im Chat kann ich dann unten die Zahlen anschreiben, anklicken, wo die Sektoren sind, da sollte der hinspringen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, weil, Waffenfabrik, aber da kann ich ja nichts machen, ne? Das ist ja jetzt nicht eine Waffenfabrik, wo ich was einkaufen kann, oder? Kann ich sie bauen, ne? Wir hätten sogar Nauenit zum... Kommen Sie wieder, wenn die Beziehung zu... Ah, okay, alles klar, da brauchen wir da nicht drüber reden. Das geht hier nicht. Ja. Gucken wir mal gerade. Dass wir alle unsere Schiffe in Bewegung haben. Der baut ab. Der baut sogar zweimal Asteroiden ab. Das sieht ja cool aus, oder? Das ist jetzt nicht so doll. Aber ist halt so, als Reiter Discover, der muss discovern, ist klar. Der macht natürlich nichts. Den können wir aber mal sagen, er soll dahin fliegen. Und dann soll er mal dahin fliegen. Die Lady ist noch am Ackern, ja. Und der Miner ist auch noch am Ackern. Wahrscheinlich. Miner 3 hat auch noch eine Aufgabe. Und Reiter 1 hat nichts zu tun. Tun. Wo geht der Pfeil dahin? Da oben. Der Sektor ist außer Reichweite für dieses Schiff. Dann springen wir doch mal dahin, weil da gibt es eine Verbindung, aber er zeigt sie mir nicht an. Das ist... Finde ich jetzt nicht so dolle, ne? Ja, nützt nichts. Dann springen wir mal gerade in den Sektor. In Schiff in Sektor wechseln. Machen wir mal. Dann kriegen wir die Blipse auch mit. Und wenn wir Blipse haben, dann können wir wieder ein paar Sektoren hier erforschen lassen, oder? So, da sind sie schon. Sektor markieren. Sektor markieren. Da auch. Da sind gleich drei nebeneinander. Prinzip sogar 4. Dieser Sektor wird von einer Fraktion angegriffen, okay. So, jetzt haben wir diese Sektoren erstmal alle markiert. Ja, okay, da gehen sie richtig zur Sache, ne? Ich spring raus, geh raus. Ach, da ist noch einer, aber den können wir dann direkt gerade einmal hinspringen. Das war jetzt falsch. Reiter soll da hinspringen, ne? So machen wir das erstmal hier. So, da haben wir was geschafft dann für den. Aufgrund von unten wurde dieser Sektor als Gefahrenzone ausgerufen. Zivile Schiffe, Händler und Frachter werden im Sektor melden, bis wieder Frieden eingekehrt ist. Okay, der hat was zu tun. Und ist wahrscheinlich sogar schon weggesprungen, ne? Und wir könnten dahin springen jetzt.
Aber das brauchen wir gar nicht, weil der andere da ja schon hingesprungen ist. Wir können mal hier gerade gucken, dass wir da hin springen. Gucken, ob da noch was ist. Wo sind wir? Da sind wir. So, jetzt springen wir da hin und gucken, ob es da Verbindungswege gibt. Na, komm schon. So, neuer Sektor, neues Glück. Hier gibt es aber keine Verbindungslinie, ne? Also keine Tore. Hier ist auf jeden Fall ein Asteroidenfeld, aber das ist jetzt nicht so spielentscheidend. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal nach hier hinten nochmal. Ich würde jetzt gerne mal raus und rein scrollen. So, jetzt geht's aber. So, Ass Reiter. Der macht da ja Erze, ne? Jetzt macht er die nicht mehr, weil jetzt ist wieder das passiert, was ich so hasse wie die Pest, ne? Boah, Alter, ey. Der soll da Asteroiden bauen. Soll dann da... Ressourcendepot ist da, genau. Und dann soll er das auch wiederholen. Dann drücken wir Escape da raus, damit wir es nicht wieder diesen Salat haben. Das ist doch sowas von doof, oder? So. Nee. Das war auch verkehrt. Nochmal rein. Sektor wechseln, Sektor im Schiff wechseln, ne, Sektor wechseln einfach nur. Aber hier haben wir ja schon die Nauenit-Geschichten, ne? Gut. Das ist jetzt krass, oder? Wo sind wir denn jetzt? Ich wollte nicht nach da springen eigentlich. Ich wollte eigentlich nach da springen, ne? Ein Sektor wechseln. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. So, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft, ne? Sind wir hier irgendwo in so einem Sektor? Riesenschiff neben uns. Und wo baut der ab? Da oben irgendwo. Da oben ist er, ja, gut. Hier gibt es auch ganz viel Titan und sowas. Und dann wird es schon werden. So, aber was wir jetzt müssen, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier was finden. Gucken wir mal, dass wir hier eine Fregatte... Ich glaube, ein Frachter kann man was fragen, oder? Wo ein Schiff auf, gibt es hier etwas Interessantes? Wo ist dein Heimatsektor? So. Schließen. Und jetzt hat der Michael, der Thomas gesagt, ich soll da draufklicken. Ah, da ist der Heimatsektor. Da wollen wir jetzt mal hin, ne? So. Warum wird denn das da jetzt mit dem Grünen da angezeigt? Das ist ein Frachter. Nein, das funktioniert nicht. Ihr seht es auch, was ich sehe, ne? Da ist ein Symbol dran. Ne? Nein, ich muss aus dieser Karte... Nein, da muss ich auch nicht raus. Schiff aus Reiter ist da. Das Ressourcendepot, okay. So. Ach, ich bin direkt mit der Drohne am Ressourcendepot. Und der zeigte mir das an. Jetzt lass mal da reingucken.
Du? Ach nee. Das habe ich alles dabei. Okay. Jetzt hier alle klicke. Ach so, das kann ich alles nehmen. Ah, das ist da drin gewesen. Das ist irgendwann vergessen worden oder was? Okay. Jetzt haben wir 10.305. Jetzt geht schon mal was. Also das ist kein Schatten, sondern das ist so ein Symbol dran, ne? Jetzt wissen wir mehr, ne? So, aber... Ist er da oben noch am Arbeiten? Ich glaube schon, ne, oder? Ist das sein Werkzeug, was da gerade arbeitet, diese gestrichelte Linie? Ich glaube schon, ne? Ja, der sieht dann auch aus, dass der abbaut. Ja, das ist er. Ja, er baut ab. Gut, aber wir wollen jetzt dahin im Endeffekt. Kann ich denn hier so... Ne, kann ich nicht. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, jetzt geht's rausscrollen mal wieder. Discover hat nichts mehr zu tun. Discover kommt jetzt dahin. Okay, aber mit Discover machen wir jetzt erst, springen wir jetzt erst rein. Ein Schiff in Sektor wechseln. So. Sektor markieren. Machen wir gerade noch hier. Da ist auch noch einer. Dann haben wir das erste. Ja, ich glaube, wir machen es jetzt aber so, dass wir doch nochmal aussteigen und den Discover erstmal hier discovern lassen, oder? Der kann ja doch einige weitere Sprünge machen. Shift müsste man drücken, dann klappt es auch mit dem Nachbarn, ne? Wir müssen erstmal noch hier hin, weil da ist noch einer. Dann springen wir mal darüber. Warte mal, jetzt zu spät. Jetzt machen wir die beiden erst. Das war wieder falsch, aber ist jetzt auch egal. Den will ich noch mitnehmen. Und dann fliegen wir zum Schluss nochmal dahin. Ich glaube, jetzt habe ich die alle, ne? Oh, da gibt es ein ganz langes Tor. Okay. Jetzt habe ich den wieder angeklickt und jetzt ist die ganze Route wieder hinfällig. Ey, du glaubst es doch nicht, oder? Flieg dahin. Da unten war noch einer, den haben wir nicht. Und da wäre auch noch einer gewesen, haben wir auch nicht. Jetzt springen wir da raus. Wir sind jetzt in der Drohne. Ach so, wir müssen reinzoomen, weil die so klein ist. Ne, da ist er, genau. Und jetzt möchte ich die Karte sehen. Okay, wir müssen jetzt nach da. Den Navi-Computer eingeben und dann fliegen wir dahin, weil da ist das Tor. So. Wo ist es? Da ist es. Da fliege ich jetzt erstmal hin und springe da einmal rein, um zu sehen, wo wir rauskommen. Das interessiert mich ja jetzt.
Für das gibt es ja keine Torgebühr, oder? Kann man auch nicht anklicken. Schauen wir mal. Was sind das alles für Stationen hier? Maisfarm, okay. Aber wir wollen erstmal durch das lange Tor springen, um zu sehen, wo wir ankommen. Der ist weg. Der da reingesprungen ist. Ich sehe nicht, wie weit das Tor ist. Aber ich glaube, das muss schon noch eine Ecke größer werden, bis wir da durch können, ne? Meine ich auf jeden Fall. Er wurde als Gefahrenzone angerufen. Ausgerufen, okay. Wenn ich jetzt hier hingehe und da draufklicke, dann kann ich sehen, die wahrscheinlich, okay. Gut, okay. Ja, jetzt müssen wir langsam springen können, oder? Und schwupp. Sind wir durch? Sind wir durch. So, wo sind wir gelandet? Oh, okay. Geht der Schritt von da nach da. Auch nicht verkehrt, ne? So, aber dann sind wir ja erstmal safe sozusagen. Hier geht's ja. Hier ist aber sonst nichts, ne? Können wir ja mal gerade hier gucken. Eine Korvette. Der kann man nichts machen, ne? Gut, das bedeutet jetzt springen wir da mal kurz rüber. Weil da ist noch so ein Blip. Wo müssen wir lang? Da. Kommen wir in einen anderen Sektor. Na, lad schon die Karte. Hier ist tatsächlich nichts. Okay, hier gibt es aber auf jeden Fall wieder Blipse, die wir noch machen können. Aber ich denke mir, wir machen das in der nächsten Folge. Und, komm, die sind nicht ganz viele, die mache ich jetzt noch gerade. So, die haben wir. Und in der nächsten Folge müssen wir dann gucken, dass wir hier weitere Dingens finden. Sag schon, schweres Bergbauschiff, da gibt es keinen Heimatplaneten, ne? Oder? Doch, da gibt's was. Dann können wir da mal gerade noch hinkicken. Gucken. Ah, der ist auch da zu Hause. Alles klar. Die sind alle da zu Hause. Das ist schon mal interessant. Dann werden wir zusehen, dass wir da nächstes Mal dran arbeiten, dass wir da hinkommen oder so und mal schauen, dass wir vorankommen. Wir müssen aber auch schauen, dass wir ein bisschen die, ich jetzt Reputation gesagt, ich weiß aber gar nicht, ob es Reputation ist, die wir da haben, um dass wir besser mit denen klarkommen. Alles klar, würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch genauer habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.